Herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch eine besondere Zubereitungsart für Steaks, das sich perfekt eignet für ja, Feiertage, Weihnachten, Ostern, Neujahr, keine Ahnung, oder einfach auch mal, wenn man sich was ganz Besonderes gönnen will. Und zwar machen wir heute Sous-Vide-Steaks. Sous-Vide, das ist eine Zubereitungsart, wo das Steak in vakuumiertem Zustand gekocht wird, allerdings auf Niedergartemperatur, das heißt 60 Grad eine Stunde. Und das Schöne bei unserem Thermomix ist ja, dass wir genau die Temperatur einstellen können, die wir brauchen. Das Fleisch wird dadurch ganz besonders zart. Es wird nachher dann nach der Zubereitung im Thermomix kurz angebraten. Wir wissen alle, der Thermomix kann sehr, sehr viel. Er kann vieles vereinfachen, aber er kann nicht alles. Und braten gehört halt nun mal zu den Dingen, die er nicht kann. Ihr lasst euch beim Metzger 600 Gramm Rinderhüftsteak einzeln vakuumieren. Meiner hat es jetzt echt gut gemeint, er hat jetzt diese Riesentüten geholt. Wir müssen das halt hier in den Gareinsatz bekommen. Ich werde jetzt einfach hier oben oberhalb der Vakuumierungslinie einfach mal das Plastik abschneiden, damit da mehr reinpasst. Also ihr lasst euch das vakuumieren, das sind etwa 200 Gramm in 3 bis 4 cm breiten Stücken. So, ich habe das jetzt hier oben abgeschnitten. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr nicht in diese Vakuumierung schneidet, sonst war das für die Katz. Es soll ja Leute geben, die solche Geräte selbst zu Hause haben, um das zu machen. Ich habe es nicht, deswegen muss das bei mir der Metzger meines Vertrauens machen. Ich falte das jetzt auch, weil es ist eh egal, die Flüssigkeit kommt ja eh überall hin. Wie gesagt, das macht ihr in den Gareinsatz rein. Das wird echt knapp, das ist wirklich bis oben hin fast. Ja, ich zeige euch das mal, also das ist jetzt wirklich bis hier oben, denn jetzt kommt hier Wasser rein und zwar bis alle Steaks bedeckt sind. Ich habe jetzt ja hier den TM5, ihr müsst halt gucken, wenn das beim TM31, der ist ja ein bisschen kleiner, der Kessel, ja, müsst ihr halt entweder ein bisschen drücken oder einfach eins weniger machen. Hier ist halt die Maximallinie ja genau oberhalb am Rand des Einlegekörbchens. So, lassen wir mal Wasser laufen. Jetzt steigt das noch so ein bisschen nach oben. Ich glaube, ich mache sogar noch ein Schlückchen drauf. Ich habe jetzt nicht so, also es ist noch nicht ganz an der Maximallinie. Ja, wenn man das jetzt so runter macht, dann geht das eigentlich. Ja, das ist alles bedeckt. Der Kessel ist jetzt echt bis unter den Rand voll fast, aber das ist ja kein Problem, weil es kocht ja nicht, also es wird nichts überspritzen. Denn wir schalten jetzt wirklich genau auf 60 Grad und das ist noch egal, könnt ihr Stufe 1 machen, wie auch immer, und dann lassen wir das kochen, ja, 60 Minuten. So, die letzten 10 Sekunden unserer 60-minütigen Garphase hier für unser Sous-Vide-Steak sind angebrochen. Ich heiz jetzt hier schon mal die Pfanne vor, ja, wobei wir müssen sie auch noch rausnehmen hier. In der Zwischenzeit habe ich Sahnekräuterkartoffeln im Ofen gemacht. Auch da gibt es das Rezept hier in unserem Wunderkessel-Kanal. Aber jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Fleisch geworden ist. Es sieht sehr seltsam aus hier mit diesem, diesem Plastiküberzug. Das ist, jetzt kriege ich das gar nicht raus, komm. Da setzt sich jetzt hier natürlich der Fleischsaft so ein bisschen an. Ja. Ich schneide erstmal eins auf, bevor wir das andere aufmachen, und dann gucken wir mal, wie das aussieht hier. Das sieht wirklich gut aus. Wir müssen das allerdings jetzt noch scharf anbraten. Wie gesagt, dazu gleich die Pfanne vorheizen und dann etwa ja, 30-40 Sekunden auf jeder Seite scharf anbraten. Ja. Ich befreie die jetzt erstmal hier von der Folie. Es ist wichtig, Folie abmachen vorm Anbraten. Nur mal so als Tipp. Wie gesagt, ihr macht ein bisschen Pflanzenöl in die Pfanne rein und dann muss man das echt scharf anbraten. 30-40 Sekunden, also die Pfanne soll wirklich gut heiß sein. Ah, das sieht echt genial aus. Das habe ich so auch noch nie zubereitet. So, aber das müsste jetzt soweit sein.
Spritzt dann ordentlich. Ich guck mal auf die Uhr. 30 Sekunden. Kriegen wir hin. Ja, passt. Und 30 Sekunden von der anderen Seite. So, das erste Sous-Vide ist fertig. Ich mache jetzt die beiden anderen auch gleich rein. Die ebenfalls 30 Sekunden auf jeder Seite. Und dann solltet ihr das, wenn ihr das serviert, in Scheiben schneiden, in Tranchen, wie man das so schön sagt. Boah, geil. Oh, geil, geil, geil. Also ich brauche mal eine Gabel hier zum Halten. Ich warte jetzt nicht bis zum Ende hier zum Probieren. Ich muss jetzt gleich mal. Saugut. Das ist großartig. Wirklich, es ist butterzart. Absolut fantastisch. Das ist jetzt natürlich à point, wie man so schön sagt. Vielleicht nochmal ein bisschen Öl nachfüllen hier. Wenn ihr das lieber well done haben wollt, dann müsst ihr einfach ein paar Minuten länger das braten. Aber das ist wirklich, das ist großartig. Absolut. So, machen wir noch ein bisschen Öl in die Pfanne für den dritten. Sieht man mich noch? So, wir machen das jetzt so, ich suche mir jemanden, der die Küche sauber macht und dann esse ich. Ha! So, ich habe mir das jetzt hier mal sehr schön angerichtet. Das hier sind diese Kräutersahne-Kartoffeln, die ich ja in einer anderen Folge schon gemacht habe. Die passen super dazu. Klar, Bohnen mit Speck und dann hier diese Tranchen so ein bisschen mit grobem Meersalz noch bestreuen. Ja. Aber um ganz ehrlich zu sein, es reicht eigentlich fast schon so ein Stückchen hier mit Kräuterbutter drauf. Das werde ich jetzt auch gleich mal probieren. Haben wir nämlich auch schon gemacht im Kanal und das schmeckt wirklich super. Na, ihr schneidet das wirklich einfach hier in so kleine Scheibchen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn das ein bisschen viel ist, dass man das in kleine Scheiben, wirklich in ganz dünne Scheibchen, so wie das hier, schneiden kann und dann auch durchaus am nächsten Tag als kalter Braten irgendwie auf dem Brot oder so essen kann. Es schmeckt wirklich absolut fantastisch. Hätte ich mir ehrlich gesagt so am Anfang nicht vorgestellt, weil ich bin ja immer ein bisschen skeptisch und was wir hier machen, das machen wir auch zum ersten Mal. Also das ist nicht vorher irgendwie ausprobiert oder es sind Rezepte aus unserem Forum, die kochen wir nach und da müssen wir einfach davon ausgehen, dass die gut schmecken. Wenn dem nicht so ist, sagen wir das auch. Aber wenn es so gut ist wie das hier, kommt für mich die absolute Top-Empfehlung. Macht es nach. Das ist, ich glaube, ein super Gericht auch für Weihnachten oder irgendwelche Festtage. Und wie immer im Thermomix nicht viel Arbeit. Ich bin begeistert. Ich wünsche euch guten Appetit, viel Spaß. Bis zur nächsten Folge sage ich ciao und bis dann.